Hallo Leute und willkommen zurück zu Whispering Willows. Wir sind zuletzt bis zur Statue gekommen und Statue sag ich schon, welche zur Statue gehe, zur Tür gekommen und ja, gucken wir mal, was passiert, wenn wir durchgehen. Ich schließe die Tür auf. So, wir schauen uns um. Wir kennen das Haus auch schon. Und das letzte Mal hatte ich hier diese Türen nicht noch ausprobiert, meine ich. Und deswegen mache ich das mal eben. Die schließe ich mich auch das erste Mal auf. Da bin ich nämlich direkt nach oben gegangen. Aber wir kommen anscheinend auch nur hier in die Küche, sehe ich gerade. Also ist das gar nicht mal so wichtig. Nee. Dann ist das nicht so wichtig. Na gut. Wozu ist das dann gut? Mit der Tür? Keine Ahnung. Damit man halt irgendwie schneller ist oder so. Den Esstisch, den langen, den kennen wir auch schon. Dann gehe ich da gar nicht erst hin. Dann gehen wir nach oben. Nochmal zu Wortham, wenn er denn da sein sollte. Okay. Das war's jetzt. Wortham und mein Dad sind hinter dieser Tür. Ich kann es spüren, aber ich habe keine Angst mehr. Jetzt ist die Zeit, um Stärke zu zeigen. Mein Dad braucht mich und ich werde ihn dieses Mal nicht hängen lassen. Es ist mir egal, was ich durchmachen muss. Er ist mein Vater und ich werde nicht zulassen, dass jemand ihn mir jemals wegnimmt, egal was passiert. Wortham, ich hoffe, du bist so bereit, mir gegenüberzutreten, wie ich es bin. Das ist doch mal eine Ansage. Da sind keine Bücher. Was für eine seltsame Auswahl an Gegenständen in diesem Bücherregal. Okay, mal gucken, was jetzt kommt. Du hast es zurückgeschafft und sogar ohne deinen Anhänger, aber du bist zu spät, du kannst mich nicht aufhalten. Es ist mir egal, was du sagst, ich werde meinen Dad retten, egal wie. Törichtes Kind, ich zeige dir einen Einblick in mein Leid. Sieh die Vergangenheit und erkenne meinen Schmerz. Du verstehst nicht, sie hat mir alles bedeutet. Sie war die Mutter meines Sohns, die Liebe meines Lebens. Und du erinnerst mich nur an sie und wie ich sie hintergehe, immer wenn wir zusammen sind. Bitte, Wortham, bitte, ich liebe dich, tu das nicht. Ich kann es nicht mehr und das werde ich nicht. Ich werde nicht länger Schande über sie bringen. Über seine Verflossene oder was? Was kann denn die Fleur dafür? Wortham Willows, du verstehst nicht, sie hat mir alles bedeutet, sie war die Mutter meines Sohns, die Liebe meines Lebens. Und du erinnerst mich nur an sie und wie ich sie hintergehe, wenn wir zusammen sind, das hatten wir doch schon. Bitte, Wortham, bitte nicht, tu das nicht, ich bitte dich, ich liebe dich. Ja, kommt jetzt nochmal die Sequenz. Verwende den Arrows, um Elena zu bewegen. Den Arrows. Okay. Okay. Und du? Bitte, Wortham, ich muss dir etwas sagen. Ich erwarte ein Kind. Es ist von dir, Wortham. Wir werden zusammen eine Familie haben. Was? Nein, nein, das kann nicht sein. Sie war schwanger? Nein. Was habe ich getan? Martha wollte nur, dass ich glücklich bin. Wir hätten es so gut haben können. Was habe ich getan? Es spielt keine Rolle. Ich war von Anfang an verdammt. Sieh noch mehr Schrecken aus meinem Leben. Darby O'Halloran,
Ich danke dir sehr, dass du mich auf einen Drink eingeladen hast, Wortham. Wir haben uns seit Ewigkeiten nicht unterhalten. Es war höchste Zeit, würde ich sagen. Aber natürlich, alter Freund, es war in der Tat zu lange her und du wurdest sehr vermisst. Ich habe zugesehen, wie deine Schwierigkeiten wuchsen. Ei, so ist es. Und ich habe dich auch vermisst. Oh, wie süß. Wortham, wir müssen uns von jetzt an regelmäßiger treffen. Das werden wir gewiss, Darby. Noch einen letzten Drink, um meine Schmerzen zu lindern. Du bist der beste Freund, den man sich wünschen kann, Wortham. Alter Junge. Ach, dann hat er ihn umgebracht. Die Schweinebacke. Das ist ja eine üble Sau. Ich danke dir sehr, dass du mich auf einen Drink eingeladen hast, Wortham. Wir haben uns seit Ewigkeit nicht mehr unterhalten. Ja, und ich liebe dich und wir sehen uns bald nochmal hoffentlich. Und dann bringe ich dich um mit einem giftigen Getränk. Und warum kommt das immer alles nochmal? Voll unnötig. Du bist der beste Freund. Ich hab dich voll gern. Verwende den Arrows, um Melena zu bewegen. Mache ich. Düdü. Besitz vom Tisch ergriffen. Oh, und dann trinkt er das nicht. Um Gottes Willen, Darby, du Betrunkener. Zeig etwas Klasse, Mann. Sieh dich an, in was für einem Zustand du dich befindest. Ich habe die letzten paar Monate voller Widerwillen zugesehen, wie du immer weiter abgebaut hast. Du hast recht, mein Freund. Hast du immer. Du warst so gut zu mir und ich bringe Schande über mich. Ich weiß sehr wohl, was ich für eine Last bin. Last? Das ist ein ehrliches Wort. Wenn ich gewusst hätte, dass du so wirst, ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht ich selbst war. Ich hatte vor, mir heute Abend das Leben zu nehmen, während du schläfst. Aber deine Einladung, Wortham, sie hat mir Hoffnung gegeben, weißt du? Ich habe es dir nicht gesagt, Wortham, aber dieses kleine Mädchen, das ich getötet habe, sie sucht mich heim. Am Anfang waren's nur Träume, aber jetzt sehe ich sie auch im Wachzustand. Dann spüre ich, wie das Höllenfeuer nach mir lechzt. Meine kochende Haut stinkt nach Schwefel, mein Freund. Ich kann nachts hören, wie die Verdammnis nach mir ruft. Warum? Warum habe ich diese Dinge getan? Er musste nicht sterben, mein armer Darby. Wann bin ich so tief gesunken? Es war dieser verdammte Schamane, der mich mit seiner abscheulichen Nekromantie hereingelegt hat. Dein Vorfahre. Wisse, was deinesgleichen mir angetan hat. Dünne! Und das weiß ihr Vater, der Schamane. Ist das, was du sagst, wahr? Du kannst mir helfen, meine Frau wiederzusehen? Ja, aber deine Seele muss zuerst gereinigt werden. Bist du bereit dafür? Ja, ich bin bereit. Sag mir, was ich tun soll, Medizinmann. Du musst dich von deinen erdlichen Bindungen lösen. Du musst die Erinnerung an deine Frau loslassen. Nur dann wirst du sie wiedersehen können. Diese Kerzen werden uns vor der Dunkelheit schützen. Oha.
Ist das, was du sagst, wahr? Du kannst mir helfen, meine Frau wiederzusehen? Ja, aber deine Seele muss zuerst gereinigt werden. Bist du bereit dafür? Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Bereit für den ganzen Kram, den wir gerade eben gemacht haben. Hier sind die heiligen Kerzen und es geht los. Ab die Post. Warum kommt das nochmal? Was kann ich diesmal tun? Es kommt immer alles nochmal, damit sie es verändern kann. Ich durchchecke es langsam. Zuerst dachte ich, es wäre ein Fehler des Spiels. Aber jetzt weiß ich, dass ich es ändern kann. Greife Besitz von der Kerze mit Leertaste. Drücke hoch. Dann die anderen Kerzen auch noch. Tada! Wortham, ich bin hier, Wortham. Martha, oh, wie ich dich vermisst habe, meine Geliebte. Das Leben ist so beschwerlich ohne dich. Wie soll ich weitermachen? Ich werde immer für dich da sein, Wortham. Jetzt, wo du es weißt, kannst du mich immer wiedersehen, wenn dir das Leben zu schwierig erscheint. Lebe dein Leben richtig und ziehe unseren Sohn gut auf. Auf Wiedersehen, mein Geliebter. Ich liebe dich, Martha, jetzt und für immer. Ach, wie theatralisch und dramatisch. Du hast mir geholfen, die Dinge klarer zu sehen, Elena. Meine Fehler zu erkennen. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät für mich. Ich werde endlich sehen, was das Jenseits bietet. Auf Wiedersehen, Elena. Tschüss, Wortham. Möge deine Seele in Frieden ruhen. Tschüss. Elena. Dad, du bist wach. Ja, was ist passiert? Was tust du hier? Es ist eine lange Geschichte, Dad, aber keine Sorge, ich erzähle dir alles auf dem Weg nach Hause. Oh, das ist ja schön. Ja, sehr cool. Das Spiel ist zu Ende. Whispering Willows hat noch ein gutes Ende gefunden. Das finde ich natürlich sehr gut. Ich mag Spiele, die düster sind, aber trotzdem ein gutes Ende auch haben. Oder die so ein mysteriöses, halb gut, halb offenes Ende haben. Mag ich auch gerne. Ja, ich fand das Ende gerade so ein bisschen dramatisch, deswegen habe ich das alles so ein bisschen vielleicht überzogen gesprochen, aber an sich fand ich das Spiel richtig, richtig gut. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jeder Part hatte so Spannung und das, obwohl man ja nicht groß rumkämpft und obwohl es halt an sich einfach gehalten ist, war die Atmosphäre, fand ich super. Also wenn Sidescroller, dann auf die Art. Das finde ich richtig gut. Ich würde gerne öfters solche Spiele spielen. Ich weiß nicht, wie ihr das fand. Es wundert mich fast, dass das Spiel halbwegs wenig Anklang irgendwie findet oder dass das irgendwie nicht so beliebt anscheinend ist. Also ganz allgemein, jetzt nicht nur auf meinem Kanal, sondern so, ja, weiß ich nicht, relativ selten irgendwie vorkommt. Aber eigentlich finde ich das richtig gut. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr es fand. Ich fand die Geschichte gut gemacht. Ich fand die Grafik gut. Ich habe mich am Anfang erstmal so, dachte ich, ich müsste mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ging sehr schnell und ich fand den Stil super. Ich mag ja so Comic-Stil-Geschichten auch gerne. Und ich fand das auch echt krass, die Geschichte so mit dem Flying Hawk, dem Wortham. Und ich
finde die Idee auch richtig gut mit diesen Seelen, mit denen man reden kann, die noch verblieben sind. Ich mag sowas total gerne. Wie heißt dieses Spiel hier? Murdered Soul Suspect. Das geht ja auch in die Richtung. Und da stehe ich ab und zu auch echt drauf, auf so ein Geisterkram. Aber dann halt auch gut gemacht und ernsthaft drangegangen. Und das, finde ich, war in diesem Spiel so. Und das fand ich interessant. Es war eher so ein kindlich gehaltener Stil von der Optik her, aber die Geschichte und das alles und die Musik, die Geräusche, das war ja richtig düster. Und wenn man dann das erstmal gelesen hat, diese ganzen Tagebucheinträge, und ich liebe Tagebucheinträge in Spielen, dann war das ja schon immer ganz schön heftig, wie die Leute gestorben sind oder dass die auch zurückgeblieben sind und gar nicht wussten, dass sie tot sind oder wie sie vielleicht gestorben sind. Man denke mal an das Hausmädchen, das da oben in dieser Villa irgendwo rumschwebt oder so Leute, die in der Küche gearbeitet haben. Also halt auch einfach irgendwie so unschuldige Leute, die da aber halt auch noch nicht so frei gekommen sind, sodass sie quasi, ja, in den Himmel auffahren können. Wie auch immer. Es hat mir, wie gesagt, super Spaß gemacht. Es war ein tolles Weekend-Game. Ich hoffe, die nächsten sind auch so spannend oder anderweitig schön und gut wie das hier, sodass ich gerne immer noch ein Part und noch ein Part spielen mag. Und ich finde es auch total okay, dass das Spiel gar nicht so lang war. Das Ende fand ich so ein bisschen, ja, also ich mag, wie gesagt, positive Enden, aber es ging jetzt auch so ein bisschen, ja, schnell und alles irgendwie gut. Und sie hat ihm ja geholfen, seine Seele auch noch, sag ich mal, zu bereinigen, obwohl ich erst gedacht hätte, der Wortham, der landet jetzt in der Hölle. Da kann man nichts machen. Finde die Idee aber auch da wieder nett gemacht, dass Elena da eingreifen kann und das Ganze nochmal ändern konnte, bevor es halt so gekommen ist, wie es kam. Ja, sonst weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll. Schönes Spiel. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen Daumen, Kommentar, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.